sehr schön. Volles Leben? Na, fast, aber... Ah, gut ist. So, hier hat er, glaube ich, noch was reingeschrieben. Mal gucken, Kombination. Rechts, links, rechts, links. 14, 10. Rechts, links, rechts, links. 14. So, jetzt bist du 0 noch und dann haben wir es schon wieder. Göttliches Leben, okay. Warum nicht? Sehr schön. Okay, gehen wir mal durch. So, jetzt kommt ja wieder gleich was Gewaltiges. Wir gehen aber jetzt da hinten hin, denn wenn wir jetzt das Kapitel abschließen, werden wir an die Truhen nicht mehr rankommen. Also dort war ja... Ich gehe erstmal dorthin. An die am Boden aber schon. Nur mal so. Was habe ich denn hier alles? Also das habe ich... Und davon, glaube ich, kann ich nur auch noch eins tragen. Zusatz. Ich weiß nicht, ob das schon ist, aber egal. Was wäre hier denn drin gewesen? Okay, kann ich auch nicht benutzen. Egal, kann ich jetzt erstmal nichts dran ändern, dann ist die Kiste wohl verloren. Jetzt muss ich gucken. Inferno ist okay. Flammenschuriken. Habe ich auch noch 4? Okay, Pfeile bleiben eh. Also egal, welches Projektil ich jetzt nehme. Nimpo ist wichtig, ist okay. Ja, ich denke mal, das passt so. Denn... Boss. So, genau aufpassen, was man macht. Und schnell sein. Sag ich euch. Und was macht sie? Mach mal. Schade. Also sie ist selber jetzt aus Versehen getroffen. Lol. Dass er ständig in Bewegung bleiben, heißt es hier. Okay, wir sind Leben abgezweigt. Puh! Das sollten wir umgehend vermeiden und so von ihr treffen zu lassen. Okay, kleines. Wie viele Säulen sind denn hier noch? Hier sind doch schon alles abgebrochen, Mensch. Schon wieder, ey. Ich steh zu scheiße gerade. Mal so.
Ich krieg halt gar nichts auf der Reihe. Ohne Witz. Denn noch hier, ey. Ich verbrate hier mein ganzes Zeug. Ihr seht schon, nicht so einfach wie noch in Teil 2 alles. Ey, die wischt mich andauernd, ey. Was ist denn das hier gerade? Eben noch mein Ninpo aktivieren wollen. Meine Güte, ey. Alter! Ja! Bam, fick dich, ey. Komm. Ey, nee. Ich hab noch nie so viele Items an die verschwendet, ey. Ohne Scheiß. Do it. I can't kill my own sister. Okay. Wow, ey, jetzt ist erst das erste böse Wort gefallen. Höhe, böses Wort. Oh, Ninja-Meister, egal. Okay. Ja, durch diese Explosion ist natürlich Militär aufmerksam auf uns geworden. Das ist nicht gut. So, the greater fiends have a soul, don't they?
Yes, they are the ones who retain a spirit even after becoming fiends. There are only three of them. Doku, my sister, and another who guards the Emperor. It's not safe for you to be around me. You should go now. Ah, Rachel. I should kill you now for the pain you've inflicted on Alma, but instead, I shall use you to make her even stronger. It will be your blood, the cursed blood of a twin sister, that shall serve to awaken Alma. It is a shame that a fine specimen has to go to waste. You might have become more powerful than even Alma, but no longer. So ein Drecksack, ey. Na, wir sehen uns noch, wir sehen uns noch. Das kann ich dir versprechen. Egal, Kapitel 8, Alarm in Tyrone. Aus dem Kampf mit Rachels Schwester Alma, der Meisterin der Dämonen, ging kein Sieger hervor. Er führte jedoch dazu, dass das Vigurische Heer in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Jo, haben wir gesehen. Gucken wir mal. Hat uns Ayane zu sagen. You are completely surrounded and the situation is grave, but you should be able to disrupt the military's organization by attacking the radio control tower next to the military supply base. Okay, zur Militärbasis. Aber bevor wir das machen, möchte ich hier erstmal noch die Kirche, nicht die Kirche. Ja doch, ist nee, das Kloster war es ja, Kirche war was anderes. Inspizieren, denn hier gibt's noch ein paar Gegenstände, die ich abgreifen möchte, die ja nicht so hoch gegangen sind. Ey, aber. Nee. Teufels Elixier. Da hinten gab es nicht mehr. Hier war noch ihre Axt. Einfach nur als Souvenir jetzt mitnehmen. Da könnte ich jetzt auch wieder runter. Bisschen farmen, aber will ich nicht. Da hinten gibt es, glaube ich, nichts mehr. Nee, da gab es nicht mehr. So, jetzt gehe ich wieder zum Shop, zum Muramasa. Erstmal, um die Skarabäen abzugeben. Und natürlich, um nachzukaufen. Auf jeden Fall das Elixier. Das ist stark, weiß ich noch nicht genau, ob ich das mache. Egal. Ey, aber nee, komm. Kann doch nicht sein. Nee, warte. Erstmal gehe ich nach da hinten hin. Weil da waren ja noch ein paar Gegenstände, die ich abgreifen kann. Wir müssen im Prinzip jetzt dorthin, wo die Pfeile lagen, als wir im Kapitel 4 hier angekommen waren. Dort am Stadttor, sag ich mal. So, was war hier? Ja, okay, habe ich schon mal ein starkes wieder gut gemacht. So, dann gehe ich jetzt zu Muramasa wieder. Hat er nichts für mich? Schade. Egal. So. Das ist... Ja, drei reichen eigentlich. Ich könnte mir allerdings... 10.000... Nee, komm, das ist mir jetzt gerade nicht wert. Flammschuriken auf Maximum bringen. Auch warum brauche ich nicht. Ja, ich denke mal, das passt so. Wie dem auch soll, ich gehe jetzt erstmal speichern und ich gehe gleichzeitig auch erstmal gleich mal Mittagessen. Deswegen mache ich hier erstmal einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns auf dem Weg zur Militärbasis machen werden. Also, bis dann und ciao.